Ja, das Tumana-Sein ist für mich mehr als der Chor, es ist auch die Gemeinschaft. Sehr viel Musik, sehr viel tun für eine Sache. 100 Tumana sind 100% einer Gesellschaft. Wir finden hier alles, sind ganz normale Jungs, kommen hier in den Chor herein und tun aber etwas Großartiges. Diese Trias von Glauben, Singen, Lernen ist immer noch für den Tumana-Chor etwas, was von Grund auf entscheidend ist. Das Bachsche Erbe spielt eine große Rolle. Das ist das eine, was den Tumana-Chor natürlich besonders kennzeichnet. Und das andere ist das besondere Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir repräsentieren 800 Jahre Musikgeschichte von der Gregorianik bis zur Moderne. Das ist eine Klammer, die die Tumana in Leipzig verorten lässt. Und ohne die Tumana, das ist die älteste Kultureinrichtung in Leipzig, wäre Leipzig in dieser Bedeutung nicht denkbar. Die Tumana heute haben den riesen Vorteil, dass sie ein fabelhaftes Haus haben, wo sie sich wohlfühlen können, in den Proben, in den Klavierunterrichtsräumen oder in ihren Stuben. Das ist zeitgemäß ausgestattet. Die Herausforderung, die wir heute haben, ist besonders groß, weil in den Schulen landläufig kaum mehr genügend gesungen wird, sodass wir dazu übergegangen sind, von der Grundschule aus Ausbildung mit in den Schulen zu generieren. Das Forum Tumanum ist als Idee ein Campus, ein Bildungscampus aus unterschiedlichen Institutionen, sag ich mal weitestgehend konzentriert auf Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und musikalische Aktivitäten. Das heißt also, es geht darum, die Ausbildung, die die Tumaner im Alumnat im Chor bekommen, diese musikalische Ausbildung, auch anderen Kindern aus Leipzig anzubieten. Bitte die nächste Aufgabe. Die Tumana lernen zusammen mit musikalisch interessierten und begabten Jungen und Mädchen. Ich denke, dass es für die Tumana sehr wichtig ist, dass sie außerhalb des Tumana-Chores auch mit Jugendlichen in Kontakt kommen, die einen anderen Alltag haben und die vielleicht auch ganz andere Interessen haben. Wenn man davon ausgeht, dass die Tumana in jeder Woche ein neues Programm für die Motette am Wochenende erarbeiten, bedeutet das, dass der Alltag von Montag bis Donnerstag so strukturiert sein muss, dass man diese Aufgabe bewältigen kann. Und viel schöner. Es kann viel weniger Aktion haben. Einfach den Puls spüren lassen. Ja? Natürlich spielt die Musik die zentrale Rolle. Es dreht sich alles um die Musik. Und der ganze Alltag ist darauf ausgelegt. Jeder Tumana erlernt ein Instrument, hat Instrumentalunterricht und dann hat jeder Tumana natürlich individuelle Stimmbildung, also Gesangsunterricht. Das Pensum, das Sie hier tagtäglich bewältigen, entspricht im Grunde genommen dem eines Hochleistungssportlers. Andere junge Menschen können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass man so viel Zeit zum Beispiel in Proben investiert, wo man still sitzen muss. Großartig. Wir haben ein bisschen weniger Freizeit, dafür haben wir aber auch eine ganze Bibliothek. Wir haben die Turnhalle, den Rasen, wir haben da viele Möglichkeiten. Am Wochenende ganz normal, wir gehen feiern, wir gehen zum Fußball. Wir machen das, was jeder andere Jugendliche oder was jedes andere Kind auch macht. Da sind uns eigentlich wenige Grenzen gesetzt.
Es geht darum, in einer Gemeinschaft zu leben, professionell betreut zu werden und mit möglichst vielen Freunden hier diese Chorzeit zu bestreiten. Die Erzieher haben natürlich viel Verantwortung für uns. Wir können jederzeit auf sie zugehen. Wir können sie was fragen. Sie helfen uns auch bei den Hausaufgaben oder wenn wir andere Probleme haben. Das funktioniert nur, wenn wir und die Eltern uns tatsächlich absolut als Partner verstehen. Also wenn die Eltern nicht das Gefühl haben, dass sie hier keinen Einfluss mehr nehmen können. Wie geht's? Ja, mir geht's besser. Wir haben das System der Stuben, das heißt von Klasse 4 bis Klasse 12 leben alle Altersstufen, alle Klassen zusammen, wie in einer Wohngemeinschaft. Man stellt sich einfach vor, man kommt als neunjähriger Knabe hier auf den Chor, lernt Haufen neue Erwachsene kennen, die plötzlich für einen zuständig sind. Ich glaube, da ist es ganz wohltuend, wenn sich ein 15-, 16-, 17-, 18-Jähriger noch um dich kümmert und sagt, pass auf, falls du Fragen hast, kannst du auch mich fragen. Die Thomane sind so organisiert als Chor, dass die gemeinschaftliche Verantwortung von Thomanern mit Erziehern und von einer Chorleitung getragen wird. Das ist das, was wir als das sogenannte Präfektensystem bezeichnen, was althergebracht seit dem 16. Jahrhundert einfach nachweisbar ist. Tolle Erlebnisse im Chor sind viele sehr schöne Stücke, die ich kennengelernt habe. Oder auch richtig schöne Konzerte im Ausland. Wir hatten jetzt viele Reisen. Das sind sehr schöne Erlebnisse, die man auch behält und die einem manchmal auch richtig nahe gehen. Gemeinsam mit dem Gewandhausorchester sind wir die Musikbotschafter in der ganzen Welt, sodass wir wenigstens einmal im Jahr eine große Reise machen. Und da sind wir angefragt, ob das in Japan, Australien, USA oder Südamerika ist oder in Deutschland. Das Hauptzentrum unserer Tätigkeit ist allerdings die Thomaskirche. Die Arbeit mit Herr Schwarz ist sehr abwechslungsreich. Herr Schwarz ist sehr perfektionistisch und er setzt vor allen Dingen auf die professionelle Arbeit, wie er immer sagt. Thomas Kanter ist das Leitbild im Chor. Man möchte sich an ihm reiben, man möchte sehen, wie man von ihm bewertet wird. Aber er ist auch der Fordernde. Das Wissen darum, was man hier erarbeitet und welchen Schatz man pflegen darf, das ist eigentlich nie verloren gegangen. Dieser Glanz und diese Wärme sollen den Hörer umfangen und natürlich den Sänger dabei auch glücklich machen. Bis zur heutigen Zeit schreiben Komponisten für uns. Aber das Zentrum des musikalischen Wirkens ist natürlich Johann Sebastian Bach. Insofern ist dieses Erbe bei uns lebendig tradiert, zum einen. Es wird aber weitergeführt mit den heutigen Möglichkeiten. Manchmal gibt es so Momente, wo die Musik einfach einen so mitreißt, dass man eben manchmal auch Gänsehaut bekommt oder sich einfach richtig wohlfühlt in der Musik. Da ist man auch manchmal ziemlich stolz, da ein Teil davon zu sein. Einmal Thomaner, immer Thomaner. Das ist über Generationen weitergereicht worden. Was heißt das? In der täglichen Beschäftigung mit Musik erlebt man etwas, was gemeinschaftsfördernd und was gemeinschaftsstiftend ist.